Jo Freunde, ich bin wieder da und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich zeige euch auch heute wieder den neuen Fortnite-Shop. Bin zwar gerade erst ziemlich spät nach Hause gekommen, aber nehme natürlich direkt hier das Video für euch auf. Mal schauen, was wir heute so reinbekommen. Den Krypto-Skin von gestern habe ich mir schon geholt. Diesen Backpack fand ich ziemlich sick. Mal schauen, vielleicht bekommen wir heute auch was Neues rein. Let's go! Und... Oh Gott, was ist das denn für ein Shop? Oh je, das sieht aber gar nicht gut aus. Muss los, ey. Das ist echt mal ein richtiger Scheißshop. Also mir gefällt der jetzt auf Anhieb hier nicht. Powercord ist noch ganz in Ordnung, aber ja, schauen wir mal alles nacheinander durch. Erstmal hier dieser Krypto-Skin. Wie gesagt, ich finde ihn ziemlich geil, vor allen Dingen wegen dem Backpack, diesen Hologramm-Rippen. Ich finde, schaut ziemlich geil aus und passen zu vielen Skins. Deswegen habe ich mir den direkt geholt für 1200. Auch auf jeden Fall in Ordnung. Dann noch die Lackierung. Ja, ich fand sie ganz cool wegen der Animation hier. Dieses Schwarz vorne finde ich nicht ganz so geil. Ich glaube, Fix hatte gestern vergessen, die ganzen hier einzelnen Modelle zu zeigen. Deswegen mache ich das nochmal ganz kurz. Vielen Dank nochmal an der Stelle auch an Fix, dass er hier gestern für mich die Vertretung gemacht hat und vorgestern. Ich war ja unterwegs, konnte deswegen nicht das Shop-Video machen. Da ist der liebe Fix für mich angesprungen. Deswegen, falls ihr ihn noch nicht abonniert habt, schaut unbedingt mal vorbei. Link ist unten auch nochmal in der Videobeschreibung. Er macht auch coole Videos, also schaut euch das unbedingt mal an. Kann ich euch sehr empfehlen. Ja, Lackierung kann ich auch durchaus empfehlen. Animierte Lackierung finde ich eigentlich immer cool. Für 500 geht klar. Dann machen wir weiter, nämlich mit dem Powercord-Skin und der ziemlich coolen Gitarre. Das ist echt ein nicer Backpack. Hacke hat einen coolen Sound. Optisch würde ich sagen, ist sie auch in Ordnung. Und dazu gibt es noch diesen Gleiter Stage Dive für 800. Ja, schaut auch ein bisschen special aus. Geht auf jeden Fall klar. Dann haben wir noch den Revolte-Skin. Oh, ich weiß nicht. Also, ich finde erstmal was anderes, so als die meisten anderen Skins. Aber irgendwie besonders feiern tue ich ihn jetzt trotzdem nicht. Genauso auch den weiblichen Skin Rebellion heißt der. Auch den finde ich jetzt nicht so krass. Die Hackweise-Hacke, die finde ich ganz cool. Die habe ich mir auch geholt. Vor allen Dingen, weil halt hier hinten Delete-Tille draufsteht. Besonders häufig habe ich sie aber ehrlich gesagt jetzt noch nicht gespielt. Kommen wir damit schon zur rechten Seite. Wie immer könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Mal schauen, vielleicht knackt ihr heute wieder die 3400 Likes. Und dann fangen wir an, nämlich mit der Luftrettung. Ich finde den Gleiter eigentlich ziemlich geil, bis auf, dass er keine Fenster hat. Ich verstehe immer noch nicht, warum hier keine Fenster eingebaut wurden. Ich meine, das ist jetzt nicht besonders schwer, da einfach so zwei Glaspanels hinzuzufügen. Ich meine, das ist alles animiert und so. Das schaut ziemlich cool aus. Aber das finde ich ein bisschen enttäuschend. Sonst ist der Gleiter halt wirklich ziemlich cool. Dann haben wir noch die Einsicht drin. Ich feiere den Skin nicht so. Dann noch Schrittwechsel. Ja, ziemlich simpel, finde ich jetzt nicht so krass. Echt intensiv, der ist geil. Den Beat Drop. Ja, den feiere ich auf jeden Fall. Der geht klar, den Schrittwechsel würde ich mir da eher nicht holen. Dann noch die beschlagene Hacke mal wieder drin. Ja, ist auf jeden Fall in Ordnung. Und im letzten Slot die Taktikoffizierin, einer der Default-Skins oder Default-ähnlichen Skins, mal im Lila. Dadurch fällt es ein bisschen mehr auf, was ich auf jeden Fall gut finde. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Falls ihr neu seid, lasst natürlich gerne ein Abo da, wenn ihr hier keine neuen Skins mehr verpassen wollt. Jeden Morgen gibt es mal hier dieses Video. Also scrollt gerne mal jetzt runter und klickt auf Abonnieren, wenn ihr hier nichts mehr verpassen wollt. Die Auflösung von meinem großen Gewinnspiel der letzten Tage findet ihr, by the way, auf Instagram, falls euch das interessiert. Und jo, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Tragt gerne Snoxy als Creator-Code ein, wenn ihr mich supporten wollt. Und solange ich hier nicht verrecke. Und dann habt noch einen entspannten Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Macht's gut und rein. Tschüss.